Ich lese Medikamente im Test, Bluthochdruck von der Stiftung Warentest. Ich bin angekommen im Orangenkapitel Therapie kontrollieren und es geht um Kontrollen beim Arzt. Da wird über Zielwerte gesprochen. Dann, wenn Sie stark schwankende Blutdruckwerte haben als Kasten, Laborwerte, es gibt einen Arzneischeck, haben Sie Diabetes. So. Kontrolle beim Arzt, nicht nur der Blutdruck, auch Kalium- und Nierenwerte sollten unter Umständen regelmäßig geprüft werden und sogar die Augen. Wie oft und welche Kontrolluntersuchungen beim Arzt nötig sind, hängt von der Schwere des Hochdrucks, den Begleiterkrankungen und den eingesetzten Mitteln ab. Zu Beginn der Therapie, also in der Phase, in der der Arzt zusammen mit Ihnen das richtige Medikament in der richtigen Dosierung herauszufinden versucht, kann es sinnvoll sein, schon nach wenigen Wochen den Arzt noch einmal aufzusuchen. Vor allem dann, wenn Sie zum Beispiel bei Ihren Selbstmessungen bemerken, dass der Blutdruck nicht ausreichend sinkt. Oder wenn Sie dauerhaft unter Beschwerden leiden, die Sie in Zusammenhang mit den Medikamenten bringen. Wenn der Blutdruck eingestellt ist, Sie zuverlässig selber messen und sich wohlfühlen, reichen ärztliche Kontrollen beim Arzt zum Beispiel alle 6 Monate, mindestens einmal im Jahr. Und jetzt farbig abgesetzt. Zielwerte bei bestimmten Patienten. Bei manchen Patienten sollte der Blutdruck nicht nur unter 140 zu 90 mm Quecksilbersäule gesenkt werden, sondern noch niedriger. Leiden Sie an einer chronischen Nierenerkrankung mit vermehrter Eiweißausscheidung, sollte eine Senkung des Blutdrucks auf unter 130 mm Quecksilbersäule systolisch erwogen werden. Bei Diabetes lautet die Empfehlung in den Leitlinien, den diastolischen Blutdruck auf Werte zwischen80 und 85 mm Quecksilbersäule zu denken. Ich weiß nicht, wie man diastolischen Blutdruck bestimmt. Auf Basis der Sprint-Studie empfiehlt die Deutsche Hochdruckliga auch für ältere Patienten über 75 Jahre ohne Diabetes, die an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung außer Schlaganfall oder einer chronischen Nierenkrankheit leiden oder aus anderen Gründen ein hohes Herz-Kreislauf-Risiko haben, sollten ein niedriger Zielwert gelten, nämlich unter 135 zu 108. So, ich habe den Satz nicht verstanden. Also, bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen außer Schlaganfall, auch für ältere Patienten über 75 Jahre ohne Diabetes, die an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung oder einer chronischen Nierenkrankheit leiden oder aus anderen Gründen ein hohes Herz-Kreislauf-Risiko haben, sollte ein niedrigerer Zielwert gelten, nämlich unter 135 zu 85 mm Quecksilbersäule. Allerdings sollte der Wert auch nicht niedriger als 120 zu 70 mm Quecksilbersäule ausfallen, damit die Nebenwirkungen nicht zu sehr steigen. So. Bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen gibt es eine Ausnahme, nämlich Schlaganfall, da muss nämlich Blut entzünden. So. Das war der das Ende dieses farbigen Abschnittes. So. Jetzt geht es weiter. Es gibt jetzt 3 Fälle. Häufige Kontrollen beim Arzt sind möglicherweise erforderlich in folgenden Fällen. 1. Erster Fall. Es haben sich bereits Komplikationen des Bluthochdrucks ergeben. Dabei handelt es sich meist um Vorstufen von Folgeerkrankungen. Zum Beispiel im Ultraschall war die Wand der Halsschlagader verdickt oder es zeigten sich Ablagerungen.
Beides ist mit einem erhöhten Schlaganfallrisiko verbunden. Oder im Herzultraschall war eine Verdickung des Herzmuskels zu sehen, was sich zu einer Herzschwäche entwickeln kann. Oder die Filtrationsleistung der Nieren ist verringert. Organschäden haben sich bereits zu einer Erkrankung entwickelt, etwa zu einer Herzschwäche, einer koronaren Herzerkrankung oder einer chronischen Nierenerkrankung. Dritter Fall. Oder ihr kardiovaskuläres Risiko ist sehr hoch. Warum man damit oder an? Etwa weil ihre Cholesterinwerte erhöht sind, sie Übergewicht haben oder an Diabetes erkrankt sind. So. Das hier ist auch kein Brief. Ich weiß nicht, warum die da sie groß schreiben. Das ist eine einzige Unverschämtheit, wie das Buch geschrieben wurde. Jetzt kommt ein Informationskasten, farblich abgesetzt, so orange unterstrichen. Wenn Sie stark schwankende Blutdruckwerte haben, zum Beispiel nach dem Essen oder bei größerer Hitze sehr niedrige und bei Anstrengung und Aufregung sehr hohe Werte, sprechen Sie mit Ihrem Arzt. Vielleicht hilft eine Umverteilung der Medikamenteneinnahme oder er rät Ihnen, bestimmte Medikamente wegzulassen oder zu nehmen. So, nächste Kontrolle beim Arzt ist die Augenuntersuchung. Augenuntersuchung. Was hat eine Augenuntersuchung mit Bluthochdruck zu tun? Das Auge kann als Spiegel der Gefäße dienen, denn nur im Auge sind die Blutgefäße direkt sichtbar. Der Augenarzt leuchtet dafür den Augenhintergrund mit Hilfe eines Augenspiegels aus und kann so die Netzhaut mit ihren kleinen oder kleinsten Blutgefäßen begutachten. Der Zustand der Blutgefäße in der Netzhaut gibt Hinweise auf den Zustand der Gefäße in Hirn, Herz und Nieren, die auf Bluthochdruck besonders empfindlich reagieren. Sind Verengungen, also eine Arteriosklerose, an den Gefäßen der Netzhaut erkennbar? Sind die anderen Blutadern im Körper voraussichtlich ebenfalls entsprechend betroffen? Das nennt sich Hypertone oder vaskuläre Ritonopathie. Die Patienten merken in der Regel aber nichts von der Veränderung an den Augengefäßen, genauso wenig wie sie zunächst die Arteriosklerose an den Herzkranz-, Hirn- oder Nierengefäßen spüren können. Manchmal sehen sie trüb, verschwommen, haben ein Flimmern vor Augen als unspezifische Symptome, die auch auf andere Störungen hindeuten können. Bei einer sehr seltenen, bösartigen Verlaufsform des Blutdrucks mit ständigen Werten über 180 zu 110 mm Quecksilbersäule kommt es zum Austritt von Blutasthma oder Blut aus den kleinen Gefäßen des Augenhintergrunds. Die Sehstörungen können ausgeprägter sein. Hier sollte der Behandlungsverlauf auch augenärztlich überwacht werden. So. Laborwerte, und da geht es um die Kaliumwerte, die Nierenwerte und den Blutzucker. Laborwerte, Kontrollen der Kalium-, Nieren- oder Blutzuckerwerte sind möglicherweise erforderlich, wenn Sie bestimmte Medikamente einnehmen. Kaliumwerte, wenn Sie Diuretika über lange Zeit einnehmen müssen, sollte der Arzt regelmäßig den Kaliumspiegel im Blut kontrollieren. Denn wenn es sich nicht gerade um kaliumsparende Diuretika handelt, besteht bei den Wassertabletten die Gefahr,
dass der Körper zu viel Kalium ausscheidet und in der Folge ein Kaliummangel entsteht. Eine Hypokaliämie kann sich durch allgemeine Schwäche und Müdigkeit, Herzrhythmusstörungen oder Verstopfung bemerkbar machen. Bei ACE-Hämmern und Sartanen besteht dagegen die Gefahr einer Hyperkaliämie, also einer erhöhten Kaliumkonzentration im Blut, wenn gleichzeitig die Nierenfunktion gestört ist. Das könnte sich durch Muskelschwäche, Empfindungsstörungen, verlangsamten Herzschlag oder Veränderungen im EKG zeigen. Die genannten Symptome sind vieldeutig und treten meist erst bei starken Veränderungen der Kaliumkonzentration auf. Die Häufigkeit der Blutuntersuchungen bestimmt Ihr Arzt in Abhängigkeit von Ihrer Gefährdung. Nierenwerte. Unter Sartanen und auch Diuretikern besteht die Gefahr, dass sich die Nierenfunktion verschlechtert, insbesondere wenn sie bereits eingeschränkt ist. Davon bemerken Sie in der Regel nichts. Deshalb sollte der Arzt häufig das Kreatin im Blut kontrollieren, denn Kreatinin ist ein wichtiger Laborwert für die Nierenfunktion, vor allem wenn Sie zusätzlich regelmäßig Schmerzmittel einnehmen, zum Beispiel nicht steroide Antirheumatika, NSAR, muss die Nierenfunktion häufiger kontrolliert werden. So, also wenn man die einnimmt, muss die Nierenfunktion häufiger kontrolliert werden. Auch wenn Sie nur vorübergehend für wenige Tage diese Schmerzmittel brauchen, sind Wechselwirkungen möglich. Blutzucker. Blutzuckerwerte sollten Sie häufiger kontrollieren lassen, wenn Sie Diuretika einnehmen und gefährdet sind, an Diabetes zu erkranken, etwa weil Diabetes häufiger in der Familie vorkommt oder weil Sie Übergewicht haben. Denn Diuretika lassen den Blutzucker ansteigen. So. Basis der Blutdruckkontrolle bleiben Ihre eigenen Messungen zu Hause. Messen Sie Ihren Blutdruck nach Möglichkeit in regelmäßigen Abständen selbst und halten Sie die gemessenen Werte schriftlich fest, zum Beispiel in einem Blutdruckpass. Als letztes der Arzneischeck, farbig abgesetzt. Haben Sie Diabetes und nehmen neben blutzuckersenkenden Medikamenten auch einen Beta-Blocker ein, dann sollten Sie Ihre Blutzuckerwerte häufiger als sonst selber messen und besonders sorgfältig auf Symptome einer Unterzuckerung achten. Beta-Blocker können nämlich die Symptome einer Unterzuckerung verschleiern, weil ACE-Hämmer oder Sartane die blutzuckersenkende Wirkung von Insulin und Sulfonylharnstoffen verstärken, ist es ratsam, auch in diesen Fällen die Blutzuckerwerte häufiger zu kontrollieren. So, das war's mit dem Teil. Bis später.